Kann da jetzt mal die Sonne rauskommen? Wäre super. Das passt nicht in die Landschaft. Was ist das da? Oh, was greift mich... Ah, jetzt greift mich so Schmetterling an. Mickey ist gerade hier lang gelaufen. Hallo Mickey 2.0. Wo auch immer die Maus jetzt schon wieder herkam. Ich will echt die mal raustragen. Ich weiß so. Weißt du, wir haben Mäuse, also lebende Mäusefallen aufgestellt. Diese Maus will aber da nicht rein. Die krabbelt immer durchs Fenster rein und irgendwie wieder raus. Ich weiß nur nicht, wo sie landet. Jedes Mal, wenn sie eigentlich im Fenster verschwindet, sie kann nicht nach oben. Hier ist ein Gitter vor. Die müsste eigentlich so ein Loch im Gemäuer haben, durch das sie rein und rauskommt. Aber ich weiß nicht, wo sie sonst hin verschwindet. Es sei denn, sie kann sich unsichtbar machen. Dann wage ich aber an meinem Verstand zweifeln. Okay, jetzt nehme ich ausnahmsweise hier so ein... okay. Schokobo. Na gut. Nein, kann ich hier noch den einen... Nein. Mit Äther-Dingenskirchen hier finden. Eigentlich suche ich nur diesen Windäther-Dinges-Quatsch. Wahrscheinlich werde ich gleich von irgendwas gefressen. Jo, lass mich! Eigentlich suche ich nur die Windäther-Quelle. Wahrscheinlich folgt mir gleich wieder die Hälfte der Belegschaft hier. Würde mich gleich wieder verkohlen hier. Komme ich da jetzt so? Nein. Wie komme ich da jetzt hoch? Warum kann ich nicht einfach mal auf dem mir vorgeschriebenen Pfad bleiben? Warum muss ich immer erst alles erkunden? Ja, das ist jetzt... Das ist blöd, ne? Ha, pass auf, man muss fliegen können, um da hochzukommen. Ja, wir lassen's. Nein, lass mich. Ich krieg dich schon noch. Okay, warte, das will ich jetzt doch noch herausfinden. Ach du Scheiße. Was?
Wer geht freiwillig diese Treppe hoch? Nein. Leicht verfehlt. Um einen Millimeter. Nein, das waren mehr Millimeter. Sag nichts. Bitte sag einfach nichts. Das ist eben nicht passiert. Das sollte so sein, okay? Das sollte so sein. Ich krieg das so hin. Ich schaff das noch. Wir dürfen nur die Piste nach ganz oben. Eine Abzweigung. Ja. Ja! Hi! Mensch! Mir tun die Armen drunter leid, die mit mir da untergesprungen sind. Und denn? So, ja, klar. Jetzt fühle ich mich noch langsamer. Ja. Was ist das? Trau euch nicht. Wo geht's da denn hoch? Fuß eingeschlafen. Oh. So. Jetzt darf der andere Fuß einschlafen. Ach, da hinten bin ich. Dann habe ich einen riesen Umweg gemacht. Ja gut, nee, Richtung Süden will ich jetzt was. Warum habe ich das Gefühl, mich macht das Reitdegen nur langsamer? Jedes Monster müsste mich einholen können. Noch nie aufgefallen. Das grenzt ein bisschen an Tierquälerei. Aber auch nur ein bisschen. Da hast du deine Sachen. Da hinten ist er. Ja, doch, eigentlich. Müsste ich eigentlich, ja. Naja. Es ist immer so. Nett hier. Kann es mal wieder Tag werden? Bitte? Das ist schön.
Der ist, glaube ich, leicht sauer. Ich kann mich nicht daran gewöhnen. Irgendwie so fremd. Nee, was ist jetzt passiert? Sag mir nicht, ich muss wieder zurück zu 7 Stufen dämpfen. Na, guck nicht so grimmig, das bleibt sonst noch so. Ach ja, da war ich ja gerade. Richtung Osten. Ich weiß nicht, ich hab Drachen, ich will fliegen und ich kann aber nicht fliegen, weil. Ich frage mich gerade, ja, wo soll der. Gott, wie ich kurz die Dinge so jetzt da. Wie. So. Okay. Gott, ist der langsam. Das sieht so erbärmlich aus. Drachi hat's im Rücken heute. Drachi kann heute nicht. Drachi leidet an Altersschwäche. Wie fühle ich mich schneller, als würde ich zu Fuß unterwegs bin? Dann nehme ich hier nicht runter. Jetzt riecht es. Das wird sein. Das wird sein. In Richtung Osten werden wir jetzt nicht reisen. Ich bin froh, wenn ich am Ziel ankomme.
das sieht irgendwie niedlich aus. Tapaka, 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 tapaka. Nein! Dumm. Hallöchen. So, dann warten wir mal. Warten wir ab, was passiert. Pass auf, jetzt muss ich da wieder hochrennen. Wollt ihr unser Frischfleisch haben? Was? Okay. Kämpfen uns mal den Weg frei, würde ich sagen, oder? Ich habe das Gefühl, dass ich heute noch drauf gehe. Ich bin heute noch nicht gestorben, ne? Doch, einmal! Wenn ich einmal zu langsam war. Doch, einmal bin ich gestorben. Dann habe ich wenigstens meine Rate schon mal erfüllt. Ich kann sagen, weil wären wir noch nicht gestorben, dann wäre es ein Wunder. Ja, nett hier oben. Ja, die Kampfmusik ist doch mega cool.
Fleischtower. Interessanter Name, ja. Doch. Ich glaube, das überlebe ich nicht. Ich glaube, das wird der zweite Tod. Yep. Ach Gott. Warum wird man immer an den Arsch der Welt teleportiert? Ja, Mensch, lange nicht hier gewesen. Glaube ich, ne? Nein, ein Hühnerkostüm. Wie geil. Richtig, ja. So, wir tun jetzt einfach mal, als wäre nichts passiert. Ihr verfolgt mich jetzt bis da oben. Nehme ich euch übel. Nein! Gedanke, wie du hier drauf gehst. Ach komm schon. Ich glaube, das wird dich gut enden. Das wird nicht gut enden. Ja. Jetzt einfach das Beste hoffen. Keine anderen Viecher. Bitte. Lebe ich sonst nicht. Ooh.
geschafft. Wir sind zwar einmal gestorben, aber das passt. Hat hier dennoch geklappt. Sehr schön. Nehme mal an, warte mal. Okay. Ich glaube, das dauert dann noch ein bisschen. Ich hätte gern was für meinen Schmuggi hier. Ist die Endprobe nicht? Ja. Musst du jetzt eigentlich gerade angreifen? Oder eigentlich gerade runterspringen? Das Einzige, was ich eigentlich haben will, ist Glitzer, Glitzer, aber das kriege ich für den hier noch nicht. Warum habe ich das Gefühl, dass ich gleich wieder sterbe? Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass mir etwas nicht gefällt, ist sehr, sehr gering. Was meinst du, weswegen es mir so schwer fiel, als ich mein Inventar ein bisschen aufgeräumt habe, überhaupt was wegzuschmeißen? Wenn es an mir ging, hätte er das bald. Außer die Anfängersachen. Ich habe tatsächlich dann nur, zum Beispiel bei den Bögen, habe ich wirklich nur die behalten, die glitzern und die ich ganz, ganz toll finde. Oh. Ja, genau, man landet genau. Aber wirklich haargenau daneben. Einen kann ich verknuten. Mit zwei komme ich nicht. Na gut, zwei ist knapp, drei geht gar nicht.
Noi. Du bist nervig. Du bist nervig. Da hinten ist auch noch was. Sehr gut. Ah, und da ist auch noch was. Gemisch. Das passt doch. Weh, da ist jetzt nichts dabei. Also die 3 Uhr schaffen wir auf jeden Fall. Bei 4 bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Müsste ich eigentlich noch in die Slow. Eigentlich. Wo war mal? Ja. Das ist so nah dran, da brauche ich tatsächlich mal kein Reittier für. Die da, sind das auch Galea? Schlimmer noch, das sind Wolfsschädel. Eine extrem brutale Bande, sogar für die Galea. Egal was passiert, Lisa, bleib in Deckung. Lass mich raten, sie bleibt nicht in Deckung? Hm? Hey, du da, stehen bleiben! Hier ist Betreten verboten! Ich habe nichts getan. Ich bin nur hier, um meinen Tribut zu zahlen. Der war doch schon längst fällig. Gib es zu. Du spionierst für die Befreiungsarmee. Nein, ich habe nichts mit der Befreiungsarmee zu tun. Ich musste mir Geld leihen. Das hat gedauert. Glaubt mir doch, ich bin nur hier, um meinen Tribut zu zahlen. Ich hab gesagt, stehen bleiben! Dieses Almosen soll dein Tributum Capitis sein? 2/10 für das Kaiserreich und keine Münze weniger. Wo ist der Rest? Das ist alles, was ich habe. Ich schwöre es.
Schweig! Du bist ein Lügner und ein Dieb! Was wagst du es, den Kaiser um seine gerechten Einnahmen zu bringen? Nicht. Wenn du ihm jetzt hilfst, wird man ihn für ein Mitglied der Befreiungsarmee halten und seine ganze Familie verschleppen. Vielleicht sogar ermorden. Diese Feiglinge. Oh, der Schokobo. Weißt du, ich mache mir nur mit dem Schokobo Gedanken. Wie lange wollt ihr euch noch dem Kaiser widersetzen? Wann merkt ihr endlich, dass jeder Widerstand zwecklos ist? Alten Narren wie euch hat es meine Generation zu verdanken, dass man immer noch wegen unserer migischen Herkunft auf uns herabsieht. Egal wie hart wir arbeiten, egal wie gehorsam wir jeden Befehl ausführen, immer bekommen wir nur die Drecksarbeit. Das ist genug. Wir haben Wichtigeres zu tun. Los, wegtreten! Wenigstens haben sie ihn nicht mitgenommen. Kommt, wir kehren zurück. Auch so ein Schokobo haben. Also in echt. Den kann ich ja sowieso nicht gebrauchen. Leider. Das. Na doch, das hier könnte ich. Später. Mein Titze hier geht zurzeit leer aus. Also cool sieht's ja aus, ne? Das ist wie so ein kleiner Bart. Huch. Das geht da rein. Oh, der schwarze Schokomoppel. Den muss ich mir noch besorgen, irgendwie. Ich brauche den schwarzen Schokomoppel.
dann nehmen wir mal den nächsten Auftrag an. Also was heißt, ne? Machen wir weiter. Ui. Nach Lissi. Okay. Wahrscheinlich laufe ich jetzt dreimal an ihr vorbei, weil ich zu blind bin, sie zu finden. Das sieht tatsächlich gerade danach aus. Da! Okay, ging doch schneller als gedacht. Ach, der da wieder. Er schreit dann einfach die Leute zusammen, die ihm im Weg stehen. Wobei ich gleich trotzdem nochmal einen der Dailies machen möchte. Ich weiß, dass ich es noch hier so ständig mache. Ich muss mich da irgendwie so durchringen.